muss ich wahrscheinlich irgendwie in die Richtung weiter. Uah. Okay, eine Note und Licht. At that moment, I felt I was retracing the steps of many others like me. How did they overcome the mortal chill that lurks in the darkness? Their souls went astray and got lost forever in the shadows. Because there was another horror that scared them even more, that made them flee into the dark woods. They fled the place I'm entering. Okay. Viele Seelen sind schon verloren gegangen in diesen Schatten, weil dort drin etwas noch Schrecklicheres lebt als sie. Und wir betreten diesen Platz, wo dieses schreckliche Ding oder was auch immer lebt. Ich meine, wir müssen hier weiter. Wieso hat denn der mein Dings jetzt hier weggemacht? Und... Wow. Da waren Gehängte. Gehängte waren da. Wieso wird ihm immer kurz schwarz, wenn er irgendwo runterfällt? Da dran? Scheint nicht. Ich sehe hier nichts mehr. Hilfe! Ich kann nichts machen. Ich bin auf dem Balken. Ich gehe mal da lang. Seltsamer Ort. Man sieht ja fast gar nichts hier. Warum? Oh. Ups. Find another way. Ja. Wohin? Ich sehe hier doch nichts. Das könnt ihr nicht machen. Ich sehe hier echt nichts. Ich habe ja noch was Licht im Raum an. Ich glaube, ich muss die Brightness doch noch ein bisschen höher drehen. Ich sehe nix. Es ist nicht wirklich... Scheiße. Oh. Zum
Glück gibt es hier Autosave-Punkte. Das ist ja schon mal sehr angenehm. Wir sollen einen anderen Weg finden. Aber wohin? Drei Teufelsnamen. Wohin denn? Find another way. Wir müssen doch da irgendwie rüber, oder nicht? So, auf jeden Fall. Na, ein bisschen besser ist es mit der Brightness jetzt, aber. Gut ist schon anders. Ach, Mann. Hm. Mach, mach hin, mach hin. Hallo? Ach so, ich musste erst noch. Na. Find another way. Vielleicht darüber springen? Okay. Aber anscheinend sind wir hier wirklich richtig. Nein, 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 nein. Boah. Och. Das kann denn nicht wahr sein. Ich muss mich echt ein bisschen an die Steuerung gewöhnen hier. Die ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Es fühlt sich gut an. Aber die zieht auch so ein bisschen nach. Geh zurück, Alter, geh zurück. So, die zieht ein bisschen nach. Halt, das sieht man ja, das, der bewegt sich sehr langsam, der Typ. Okay. Das schaue ich doch nie im Leben. Oh, ich hab's geschafft. Ey, das war da einfach. Das müssen wir hier runter. Dann wird den wieder schwarz. Was? Oh, hi. Mann. Also man sieht auch nicht, ob man da springen muss oder nicht, ne? Das ist ja, ihr seht's ja selber. Das ist schon echt. Verdammt dunkel alles, verdammt dunkel. Da kommt die Alte. Kommt da die Alte wieder? Nee. Da standen wir ja eben noch vor. Jetzt wieder. Hi. Ich bin's wieder. Ich bin genauso verdammt hier zu sein wie du. Warte mal, wenn ich die Funzel ausmache. Warte. Dann seht ihr mich aber auch nicht mehr, ne? Das macht doch keinen Unterschied eigentlich. Bin ich ja richtig? Nein. So, nochmal. Herrgott, ich hab's doch gerade schon geschafft. Ah ja, okay, ich bin oben. Und jetzt muss ich hier hinten auch springen. Oh. Ach, dieses Flackern, das könnten, könnten das Save Points sein. Hier werde ich wahrscheinlich wieder die Fackel brauchen. Items.
Torch. Ja, nimm. So. Kann ich hier. Und durch. Uah. Scheiße, scheiße. Get out of the darkness and illuminate your way out. Ja, Klugscheißer. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hier lang muss. Get out of the darkness. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne würde ich da raus getten. Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich hier lang muss. Okay, hier ist wieder ein bisschen besser. Das war reines Glück, dass ich da gesprungen bin, echt. Bum bum. Wieso bum bum? Geht hier nicht. Muss ich wahrscheinlich die benutzen. Gebäude, okay. Oh, wir werden empfangen. Wie freundlich, wie freundlich. Was? Ich glaube, das heißt wirklich Autosave immer. Dieses Schwarzwerden des Bildschirms. Lässt du das bitte? Kann ich hier die Fackel anzünden? Geht das? Es geht. Wir können hier... Oh, die Fackel bleibt doch... Nee, bleibt nicht länger an. Wir können hier... Wir können hier aber rennen. Ich kann da nicht drüber laufen, oder? Oder doch, oder nicht? Ich probier's einfach mal. Doch, es geht. Die wird weiter vorher ausgelöst. Das sieht aber auch nicht... Sieht nicht einladend aus. Boah, Alter, ist das dunkel hier. Mist. Da muss man aber echt genau abspringen. So und so. Ich frage mich auch, warum wir gerade so schnell laufen jetzt auf einmal. Okay. Aufpassen, überall Stacheln hier. Das ist wieder sehr, sehr dunkel. Gefällte Menschen.
Da ging es nicht weiter, oder? Ein Hebel. Eine Note und ein Hebel. Hundreds of people were tortured in this timeless place. What is this castle doing here? I could swear that there were no buildings or ruins like this in these woods. Many of the victims were prisoners of war, but some are much more recent. Of those I can see, I can look through their eyes. All of them are males, prisoners, yes, but there were no wars being fought when they were caught. Moment, da war doch noch eine zweite Seite. Notes. Nicht? Ach, mit W. They were kidnapped one by one and brought here by the professor. Mighty see himself as a righteous man, an emissary of God. Okay. Wurde jetzt eigentlich gespeichert? Jetzt wurde gespeichert. Und weißt du, was ich jetzt mal mache? Warte. Quit. Ja. Und zwar... Ey. Kann ja hier wahr sein. Das hat das Ding ganz beendet. Cyboy Studios. Oder Cybot. Cybot, ne? Nicht Cyboy. Cyboy klingt... komisch. Cyboy. So, und hier würde ich gerne nochmal in den Options Video. Alter, wie hell das jetzt hier ist. Next. Additional Light. Machen wir mal auf 2. Wie hell. Batsch. Play. Continue. Continue Game. Wie hell das da ist, ne? Und im Spiel selber so super dunkel. Naja. Kurz was gucken. Ja, alles gut. Chapter 1, The Forest of Stakes, again. Oder still, wie man es nimmt. So, wo... Ist nicht wirklich heller, oder? Ja, ein bisschen. Ticken besser, glaube ich. Aber wir haben doch gespeichert. Der Hebel ist unten. Okay, gut. Fang. Jetzt müssen wir wieder durch die Dinger zurück. Ticken ist es besser. So. Dann war das hier. Und so. Na, irgendwann hat man's dann. Und so. Die Musik ist nicht beruhigend. Ganz und gar nicht. Aber ich dachte schon, das Ding geht zu. So. Es wird gespeichert und jetzt geht das Tor auf. Natürlich. Ein Hebel reicht ja nicht. Okay. Jetzt kann ich so slow downen hier. Vielleicht deswegen slow down. Komische Symbole an der Wand. Ah, ach du Kacke. Was haben wir denn jetzt hier? Männchen, Kreis, Kreuz, Käfig. Wer ist ja das? Männchen, Kreis,
Kreuzkäfig.